Hi. Ja, moin. Na, Na? was geht ab? Da sind wir wieder. Sind wir wieder? Mensch. Das seien's mal wieder eine Runde 7 Days to Jo. Die. Sollen wir Jo. mal in die Stadt fahren? Mal gucken, wo die unsere Zombies sind. Du hast ziemlich viel Vertrauen in mich, kann es sein? Wieso? Dass ich das dann noch so schnell verkabelt bekomme. Ich weiß ja nicht, wann der Blutmond in ist. Lass mich das mal fix hier machen. Und dann cruisen wir in die Stadt. Schon läppisch, dieses Gitter hier hält ja gerade mal 300, also es hat mal 300 Leben. Ist ja nix. Da sabberst du ja einmal gegen und es ist kaputt. Ja. Also im besten Fall sabberst nicht du dagegen, aber du weißt, was ich meine. Nicht. Du hattest jetzt in den Einstellungen geschaut, gell? Ja. So, unsere Und Freunde sie sind sind an. aus. Ach so. Nein, sie war nicht aus. So, brauche ich einmal Leiter, einmal Tür. Mache ich das hier oben eben safe. Es dauert ein bisschen, bis ich fertig ist. Dann haben wir nämlich einen schicken Zwischenboden drin, wo ich quasi die Leitungen lang ziehen kann. Okay. Und ich habe mir nämlich überlegt, dass ich tatsächlich hier in der Mitte eventuell sogar die Fallen vom Strom nehme erstmal, um zu gucken. Hey, jetzt sind wir mal ehrlich, wann sind die das letzte Mal da lang gelaufen? Als wir noch nicht so weit ausgebaut hatten. Also das Schiff meine ich jetzt. Also ich sag mal, die Schnetzler werden wir da wahrscheinlich nicht brauchen. Die ganzen Elektrodinger, Ja. die Elektrozäune würde ich lassen. Aber die Schnetzler werden wir da nicht brauchen. Ich würde vielleicht die erste stehen lassen, also die vorne am Eingang. Na gut, dann machen wir das. Hatte ich nicht irgendwann mal diesen Gebietsschutzblock hochgestellt? Ja, mein Online-Spielstand. Ist ja anstrengend. Ja. Aber zum Glück habe ich ein paar im Inventar, sehe ich gerade. Praktisch, als hätte ich es gewusst. Ne, die Generatoren werden wir nämlich eh brauchen, um das da vorne alles mit Strom zu betreiben. Und doppelt ist ja, weiß nicht, ob man das muss. Also ich mache die hier drin weg, mache die draußen dran. Ich habe nämlich ein ganz cooles Konzept kennengelernt. Man nennt es Doppelklingenfalle. Okay. Ja. Hab ich gehört. Na komm. Geht doch. Okay, das da unten lasse ich einfach mal. Dann kommt hier nämlich in die.
Ah, da. In die Türen. Oh, I've got a bad feeling about this. Wo? An der... Ja, am Eingang. Da, wo das Motorrad liegt. Ich glaube, der Rest ist weitergerannt. Tatsächlich. Lul. Okay. Gib mir Zombies! Nein. Warum rennen die denn alle da hinten lang? Ich will's gar nicht wissen. Ich sag ja, insgeheim hauen die hinten unser ganzes Schiff kaputt. Ja, so, kommt her, gib mir Futter! Oh, erstmal nachladen. Gut, dass ich ja, nice. Nicht mal so viel Muni dabei hätte. So, jetzt möchte ich gerne meinen Würfel. Sieht einfach stylisch aus, ich weiß nicht warum. Was? Mein Würfel. Okay. Ach, die. Das war jetzt nicht so gut. Nein. Dann machen wir hier noch einen Block hin. Das ist doch gar kein Problem. Wir sind doch flexibel. So. Schön machst du es. Ja, oder? Hm. Habe ich schon wieder eins nicht bedacht, dass ich das von oben ja auch erreichen muss. Ne? Zwecks verkabeln. Ich finde es schön, dass du dir erst im Nachhinein darüber Gedanken machst. Ja, pff, du nicht. Aber das ist ein ganz gutes Stichwort. Ich hole mir erstmal Strom hier vor. Weil das ist ja Licht. Davon haben wir ja mehr als genug. Hm. Puh, dann lass mich doch mal gucken, was ich da im Keller gemacht habe. Wir haben außen rechts. Wahrscheinlich außen links. Da fehlt ein Schild. Licht und innen. Das ist ja der Wahnsinn. Und innen ist schon quasi... Boah. Okay. Dann anders. Erstmal gucken, ob ich hier noch alles finde. Das hier war solarbetrieben, gell? Warum ist es aus? Dunkel. Achso. Echt jetzt? Ich weiß es nicht. Das wäre witzig. Das wäre halt im Blutmond ein bisschen kacke. Ich meine, ja, es macht Sinn, ne? Dass eine Solaranlage bei Nacht aus ist. Naja, gut, aber die. Also, ich weiß ja nicht, aber die sollten ja eigentlich schon einen Speicher haben, oder? Du meinst sowas wie eine Batteriebank? Ist es eine Batteriebank, die das speichert hier in dem Spiel? Jo.
Also du kannst die Batteriebank laden durch die Generatoren zum Beispiel. Und die sind dann quasi der Puffer. Oh ja. Spoiler, ich habe da oben keine Batteriebank dran. Okay. Müsste man eventuell nachholen. Du weißt nicht zufällig, ob wir irgendwo noch Generatoren haben? Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, was ich zum Frühstück gegessen habe. Gut. Gute Voraussetzung. Jutti. Was nehmen wir denn mit? Ich dachte, wir müssen erstmal die Türme in Auftrag geben, ne? Da hatte ich nämlich keine mehr gemacht. Turm. Bewegungssensor, Stahl. Oh, Handfeuerwaffenteile, das könnte. Vielleicht mache ich auch draußen jeden zweiten Turm weg. Kann man eigentlich auch machen. Ich meine, da stehen ja schon viele rum, ne? Meinst du? Was ist denn, wenn ich hier... 1, 2, 3, 4, 8. Wir werden nicht so viele Handfeuerwaffenteile haben. 8. Ich guck erstmal, was das Lager spricht. Teile. Okay, wir haben 7. Das ist nicht so viel. Was bist du? Deko. Nice. Ah ja, jetzt geht's wieder. Das war's, dann nehme ich die zwei hier oben. Die gehen ja eh nicht richtig. Dann haben wir schon mal 2. Achso, ich wollte Generatoren. Brauche ich dann 2 Stück. Eisen, mechanisch, elektrisch. Eisen, mechanisch, elektrisch. Und Toren haben wir nämlich noch genug. Denke ich. Wir können nicht genug haben. Ja, das stimmt tatsächlich. Dann mache ich das nämlich so. Dann lasse ich die Elektronik hier einfach in Ruhe. Mache hier vorne dann einfach noch 2 Generatoren rein. Ist ja dann eh geschützt. Sobald wir das Dach drauf haben. Und... Achso, dann mache ich außenrum schon mal jeweils den zweiten Turm weg. Eben übrigens 98 der nächste Blutmond. Hast du nachgerechnet? Nein. So, dann müssen wir vielleicht nur... Warte mal, immer so einen Deko-Block drauf. Das ist auch in Ordnung. Guck mal, wie toll das aussieht, Mensch.
Hier ist schon wieder der fehlende Gebietsschutzblock. Oh, hier standen noch gar keine. Oh nein, ich habe die eine Seite ja gar nicht verkabelt gehabt. Das ist ja ungünstig. Naja. Wird schon werden, oder? Ja, ich denke auch. Soweit so schön war. Gebietsschutzblock. Wir haben ja sogar noch Schatzkarten. Oh, ehrlich? Ja. Dann können wir die ja wahrscheinlich gleich machen, hm? Ich hätte vielleicht sogar gesagt, ich weiß nicht, bei wem wir die Quest angenommen haben, die wir bei mir da rechts oben steht. Aber du wolltest doch unbedingt hier so eine Ausbuddel-Quest machen. Mhm. Denk dran, wir haben keinen erhöhten Blockschaden. Ja, dann buddelst du nicht so schnell, dann ist es nicht so schlimm. Warum ist hier ein Loch in der Wand? Das ist ja interessant. Kann es sein, dass wir die Schäden vom letzten Blutmond noch gar nicht repariert haben? Das kann sein, ja. Der ist ja noch nicht so lange her. Also, Gefühl... Ja, gefühlt ist er schon ewig her. Ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn wir wirklich vorne stehen, dann dürfte hier eigentlich eh nichts spawnen. Ja. In der Theorie. In der Theorie. Ja, in der Theorie. Wow. Wie sind denn Stachelfallen? Ja, wie kommen wir jetzt wieder raus? Okay. Also ein paar Türmchen habe ich mal. Sehr lästig, dass sie überall... Gebietsschutzblöcke stehen. So. Meine Generatoren müssten eigentlich fertig sein. Sie. Very good. Das Einzige, was ich dann am Ende noch nicht hier vorne habe, sind, sagen wir es mal kurz, ist Elektrozaun. Danke. Okay. Aber der ist ja schnell dazu gebastelt.
Möchtest du vielleicht in der Zwischenzeit hier noch eben das Dach ausbauen? Ich habe kein Beton mehr. Ich muss warten. Ich mache gerade Essen. Ich kann dir was geben, wenn du willst. Ja. Ich kann es auch schnell selber machen. Wir haben halt fast nichts mehr zu essen. Nee, dann mach Butter. Alles gut, ich muss erst das Dach noch fertig ziehen. Ich kann auch fast nichts herstellen. Oh. Mir fehlen die Kartoffeln. Weißt du, was wir da machen sollten? Felder? Richtig. Siehst du, das können wir noch in die Mitte machen, da wo die ganzen Fallen stehen. Kann ich drei Felder schon mal hinsetzen? Der tobt dich aus. Guck mal, ob ich die hier anpflanzen kann. Jo, tatsächlich. Nice. Sieht sogar noch was aus. Das ist ja ein Ebensächlich. Finde ich nicht. Du sag mal, hab ich doch vorhin Türen hergestellt, oder? Hab ich denn die hin? Weiß ich nicht. Ich stelle einfach nochmal welche her. Ja, okay, das habe ich durch. Oder kommt eine Schreierin? Oh, Moment. Okay. Aber du hast sie nicht schreien lassen. Entschuldigung. Nächstes Mal dann. Naja, es geht doch voll klar. Ist nicht das schönste Bauwerk, aber... muss ja am Ende halten, nicht? Nicht? Jo. So. Dann wird das untere, werden die Klingen fallen. Und das obere werden die Türme. Das mal nicht nach einem Plan klingt, da weiß ich auch nicht. Na komm. Gut. So. Also ein paar habe ich schon mal organisiert. Was? Ein paar? Türme. Ah. Krass, hier fehlen mir noch voll viele Bücher. Krass, krass, krass. Drohne, ich köpfe dich gleich. Geh da jetzt weg. Ach, fuck. Na. Warum will der eine Holzwand mit... Achso. Warte, was?
Die ist ja Beton. Warum ist da Holz? Habe ich die schon zwei dick gemacht? Hast du die Wand angemalt? Welche? Die hinter den Türmen. Ja. Okay. Das erklärt das Ganze natürlich. Surprise, surprise! Bin ich jetzt dumm? Warum will der Stahl für Holz? Was ist denn hier los? Ja, gut. Ach so, okay. Er ist ja nicht schlimm. Ah, okay. Ich muss es nur wissen. Ah, die Türen sind auch mal fertig. Sehr gut. Da eine und da eine. Mann, sowas Sicheres habe ich ja schon lange nicht mehr gebaut. Was? Wie? Ja, so. Ach so. Ja. Einfach so. Einfach so. Sehr krass. Ach, da. Lol. Okay. Naja. Wie? Ach, ich habe meine Maissamen übersehen. Macht nichts. Aber ja, ich habe unseren Hof bepflanzt. Okay. Was geht? Moin. Boah, das Gelb tut so in den Augen weh. Ja, glaube ich. Tank mal voll. Tank mal voll. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Achso, das war der falsche. Ja, sieht schon krass aus. Was denn? Ja, so alles. Ah ja. Okay. So alles, alles. Das geht sicher gut aus. Da kann man sogar noch ein paar Elektrodrähte dran schließen. Nicht schlecht. Also die Türme haben jetzt schon Saft. Aber die Klingen fallen noch nicht, oder wie? Ich überlege, ob ich das alles wieder kameragesteuert mache. Ich weiß es aber noch nicht. Mhm. Ich würde es vielleicht lieber hier oben einfach mit Generator anmachen. Ja. Klingen fallen ist gleich gemacht. Ich habe hier jetzt die Leitungen liegen. Ich habe die Generatoren jetzt hier hingebaut. Warte, leichter gesagt als getan. Ah ja doch, es geht. Ich muss tatsächlich gestehen, ich finde unsere Lagerung im Live-Spielstand besser. Ja. Was? Unsere Lagerung? Ja. Das Lagersystem. Das Lagersystem, ja. Die Kisten und so, dies, das. Ja, davon gehe ich aus, ja. Da hat ja auch jedes... Ja, das tut mir echt leid. Da hat ja auch alles seine eigene Kiste. Ja. Wenn ich alles sage, meine ich alles. Das stimmt, ja. Ist aber trotzdem voll ruhig, voll langweilig. Na, wenn dir schon langweilig ist, wer soll uns dann noch zugucken? Ich guck mal, was mein Zement macht. Okay, das heißt, du bist nicht hier vorne, ja? Nee.
Sehr gut. Nice. Die funktionieren. Jetzt wäre mal so ein Test-Zombie nicht schlecht, ne? Ja. Aber die Türme haben alle noch keine Muni, ne? Nee. Ach so. Was hättest du gesagt? Mit Kameraauslöser oder ohne? Nee, ohne. Okay. Mit Zeitschaltuhr oder? Nee, nee, nee. Blutmond rein, an, bab, fertig. Alles klar. Also keine Spielereien für mich. Na gut. Oh. Was? Schreckt mich halt. Okay. Das läuft hier alles. Das läuft. Ja, Mensch. Müssen wir nur bei Zeit noch das Dach ausbauen, ne? Ja. Na gut, also mit Holz kann ich halt schon machen, aber wir sind halt schon wieder bei 32 Minuten. Oh, ich habe kein Holz dabei. Mein Holz hin. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt noch meine Tasche leer machen, dann machen wir Feierabend und das nächste Mal gehen wir direkt los. Ja. Ist doch ein Plan, oder? Ist ein Plan. Und wir kriegen das bestimmt bei Zeit noch hin, dass wir das Lagersystem nochmal optimiert bekommen. Ich bin da sehr guter Dinge. Ich auch. Ich muss ja erstmal alles wieder suchen. Ja. Pflastersteine, Beton. Blei und Co. ist unten, ne? Ja, ein Schmelzerino. Klebstoff, das Elektronik. Ich bin durstig. Eine Leergutkiste haben wir nicht. Nee, die ist bei Drinks. Okay. Oh, vielleicht nehmen wir... Wir sollten vielleicht dran denken, wenn wir losziehen, vielleicht die leeren Gläser mitzunehmen, dass wir Wasser auffüllen können. Ja, das stimmt. So. Dann einmal Schmelzerino. Aber Lehmhammer. Ja. Das ist sehr schön gemacht hier unten. Wie meinen? Na. Ach so, mit dem Farben. Ach so. Ja, bisschen dein Spielerei. Marai. Dann kann ich mir nämlich gleich hier... Was denn? Ich hab so ein bisschen, Schießpulver hergestellt. So viel, dass wieder die Chemiestation mir alles wieder in die Tasche gesteckt hat. Upsi. Naja, braucht man ja. So, warte, war das meine? Ja, das war meine. Die hat nämlich auch noch Zeug drin. Unter anderem meine Schrotflinte. Meine Türme. Die Türme nehme ich mal mit. Türme, Kettensäge, Schlagrohr, Axt, Zange lasse ich hier. Okay, da muss ich nur noch einmal die Elektronik und einmal tierische Produkte. Inklusive Fleisch. Okay.
habe dann alles soweit verstaut. Wie schaut's eigentlich aus? Ich habe vorhin gesehen, du bist mit einem Auto vorgefahren. Das ist unser einziges Auto, gell? Ja. Okay. Soll ich da mit dem Auto fahren? Wir machen jetzt erstmal ein Folgenpäuschen, ja, wa? Ja, ich meine ja das nächste Mal. Ich wollte nur schon mal, ne? Wenn wir es nicht vergessen haben, bis zum nächsten Mal. Ich wollte schon mal abklären, wer wie was macht, weißt. Ja, du fährst Auto, ich fahr Motorrad. Beziehungsweise du fährst und ich hab's Motorrad in der Tasche. Wo ist denn eigentlich unser Benzin? Fahrzeuge? Aber Fahrzeuge, okay. Okay. Alright. I'm so white. Ja gut, dann würde ich sagen. Dann sehen wir vielen uns Dank fürs Zuschauen. Mal. Sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.